Schönen guten Abend, Löwenfans. Herzlich willkommen zu Folge 38, die mit Sicherheit eine spezielle wird, aufgrund der Themenlage allein schon. Aber zunächst einmal in die Vorstellungsrunde. Wir sind heute, wie ihr seht, wenn ihr uns über YouTube verfolgt, zu viert. Das ist einmal der Stefan mit F. Schön, dass du dabei bist. Servus, Stefan Kranzberg. Servus, hallo. Dann haben wir den fast Namensvetter Stefan mit PH. Servus, Stefan Tempel. Schön, dass du auch dabei bist. Merci, servus beieinander. Und ich kann jetzt nicht sagen neues Gesicht, weil das Gesicht seht ihr mal nicht. Die Taktiktafel setzt heute aus. Dafür ist der Mr. Giesinger Gedanken, unser Thomas, mit dabei. Thomas, schönen guten Abend. Ja, servus miteinander. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Weltpremiere hier für mich im 60er.de Talk. Gibt ja spannende Themen heute. Es gibt spannende Themen, du sagst es, und wir müssen ja mit einem sehr schmerzhaften Thema, denke ich, anfangen. Wir gehen ja chronologisch immer vor und betrachten zunächst mal das letzte Spiel der Löwen, was heute sicherlich keinen Spaß machen wird, aber wir müssen dennoch durch. 60 München gegen Magdeburg, 2:5, was jetzt gerade mal nicht so schlecht klingt, wenn wir jetzt die erste Halbzeit mal betrachten, ein glattes 0:5 und eine Leistung, die, ich denke, indiskutabel ist. Oder Stefan? Stefan Kranzberg, sage ich jetzt mal, damit das hier klar ist. Ja, total. Also ich kann ja nur die ersten 20 Minuten beurteilen. Ich hatte ja auch einen Artikel drüber geschrieben oder einen Kommentar drüber geschrieben, dass ich meinen 4-jährigen Sohn neben mir sitzen hatte und meine Stimmung nach 20 Minuten so dermaßen im Arsch war, dass ich ihm das einfach nicht mehr zumuten wollte und habe dann Fernseher ausgeschaltet. Aber die ersten 20 Minuten haben mir gereicht. Also das war, also so eine Arbeitsverweigerung habe ich eigentlich noch nie erlebt. Und ich dachte eigentlich schon nach der ersten Halbzeit gegen Mannheim, dass es kaum noch schlimmer werden kann. Aber es konnte. Also das war ganz übel. Und ich habe mir dann natürlich so in den letzten Tagen noch die Zusammenfassung angeschaut von den restlichen 70 Minuten, und es wurde ja zumindest in der ersten Halbzeit kein bisschen besser. Also die Gegentore, das war ja Wahnsinn. Also das ist ja uferlos, was da abgelaufen ist. Und in der zweiten Halbzeit, ich weiß nicht, ich glaube, die haben ja dann da auch den Busfahrer und den Hund vom Trainer eingewechselt, die Magdeburger, sodass da zumindest einigermaßen Chancengleichheit bestand. Und ja, ich glaube, wenn die das durchgezogen hätten, dann wäre das richtig bitter geworden. Und so, mein Gott, 2:5. Schaut eh schon scheiße aus. Ja, es klingt noch besser, als es tatsächlich dann war. Der Bernd ist ja heute, wie gesagt, nicht dabei, aber der ist ja normal in der Taktiktafel schon immer auch noch so, dass er versucht, dann das Positive rauszusuchen, was so ein bisschen Hoffnung geben könnte eventuell. Aber bei dieser Taktiktafel, wer es dann verfolgt hat, der hat dann auch gemerkt, dass irgendwann mal ja Schluss mit lustig ist und Bernd entsprechend deutlich geworden ist. Ich meine, Stefan Tempel, das wirst du jetzt auch nicht anders sehen, schätze ich mal, weil es da wenig eben zu diskutieren gibt an dieser Leistung. Ja, ich habe so ein bisschen Déjà-vu. Ja, indiskutable Leistungen gegen Mannheim und Magdeburg. Ja, da muss ich einfach zurückdenken. Das hatten wir ziemlich exakt so schon einmal. Ja, glaube ich jetzt 2 Jahre her, oder täusche ich mich da? Ein bisschen über 2 Jahre. Ja, es war ein anderer Trainer noch da auf jeden Fall. War ein anderer Trainer noch, richtig. Und dann dachten wir, unter dem neuen Trainer wird alles besser, was es ja auch die ganze Zeit geworden ist. Ja, jetzt ja seit ein paar Wochen läuft es leider nicht mehr so ganz rund. Aber ich denke, über das Spiel vom Samstag gibt es keine zwei Meinungen. Ja, unterm Strich können wir eigentlich alle froh sein, dass es ein Geisterspiel geworden ist und dass man sich den Scheiß wenigstens nicht live anschauen musste. Ja. So hatte der Stefan mit F wenigstens die Möglichkeit, den Fernseher auszumachen. Ja, ich habe es mir bis zum bitteren Ende angeschaut. Ja, ich meine, gibt ja auch nicht sonst allzu viele Alternativen, aber es war natürlich absolut grausam. In der ersten Halbzeit eine komplette Hinrichtung, ja. Also ich fand auch die Interviews danach von unserem Coach und von unserem Geschäftsführer Sport, ja, fand ich schon ein bisschen fragwürdig, ehrlich gesagt. Jetzt werden wahrscheinlich gleich wieder schlechte Kommentare kriegen, dass ich mich ja als Sponsor nicht so äußern darf, das höre ich in letzter Zeit ja öfters, was mir allerdings relativ scheißegal ist, weil wenn ich mich als Sponsor nicht so äußern darf, ist für mich auch ganz easy, da bin ich halt zukünftig kein Sponsor mehr, kann mein Geld auch für andere Sachen ausgeben, äußere mich dann wieder als Fan, ja. So viel dazu. Und ja, schauen wir doch mal, was da Thomas zum Spiel vom Samstag zu sagen hat. Genau, Thomas, äußere du dich doch, bevor wir jetzt das dritte Mal auf der Katastrophenhalbzeit rumreiten, noch zur zweiten Hälfte.
Wie würdest du das einordnen? Ich meine, der Stefan hat es gerade gesagt, dass Herr Gorenzel und Herr Kölner sich dann ja, euphorisch sage ich jetzt auch nicht, aber schon ganz positiv über diesen zweiten Durchgang geäußert haben. Aber das war doch eigentlich kein Wettbewerb mehr, sondern irgendwie ein lockeres Auslaufen von Magdeburg, oder? Ja, also ich habe ja unseren Live-Ticker gemacht, auch am Samstagnachmittag. Das heißt, ich hatte nicht die Option, nach 20 Minuten das Schlachtfest zu verlassen, leider. Ich muss sagen, ich habe in der zweiten Hälfte teilweise mir überlegt, was ich schreiben soll, weil auf dem Rasen natürlich relativ wenig passiert ist, weil Magdeburg hatte natürlich keinerlei Veranlassung mehr, irgendwas zu machen. Und ich meine, die Löwen haben kurz vor Schluss noch zwei Tore gemacht, die, da bin ich vollkommen beim Stefan, beim Michi Kölner und bei dem Gorenzel vollkommen überbewertet wurden, meines Erachtens. Da habe ich mich auch sehr, sehr gewundert über die Interviews, muss ich sagen. Ich fand auch diese Aussage, die Mannschaft sollte in der zweiten Hälfte zeigen, dass sie nicht untergehen will und so. Ich meine, die waren, sind irgendwie bis zur 37. Minute schon abgesoffen und zwar heillos. Also da habe ich mich wirklich sehr gewundert. Vielleicht auch dann schon kleine Überleitung zum nächsten Thema. Ich habe lange mit mir gekämpft, als ich geschrieben habe, weil ich hatte irgendwie den Eindruck, dass die ein bisschen gegen den Trainer spielen. Jetzt so 3 Tage später, muss man sagen, vielleicht haben sie gegen ihren Mannschaftskapitän gespielt. Also das ist vielleicht etwas, was man rückblickend erwähnen kann. Da bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt, aber auf jeden Fall hatte die Leistung meines Erachtens nicht nur sportliche Gründe, sondern man hat richtig gesehen, dass die Jungs da irgendeine Blockade haben. Und der Hiller hat ja auch mal geschrien, jetzt wehrt euch endlich oder irgendwie sowas in der Art. Also das war schon traurig mit anzusehen, muss ich sagen. Und auch die zweite Hälfte, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, hat mir eigentlich überhaupt keine Freude gemacht, obwohl 60 die jetzt vom Papier her 2-0 gewonnen hat. Aber das war einfach wurscht. Ja, ich denke, so sehe ich es auch. Wir können mit einem Zitat von Michael Kölner zum nächsten Thema auch überleiten. Und zwar hat er gesagt, wo ich persönlich das sogar auch so gesehen habe, und zwar hat er gesagt im Interview nach dem Spiel, dass bis zum Stand von 3-0 hat er geglaubt, dass man auch noch zurückkommen hätte können. Und das habe ich auch so tatsächlich empfunden, auch wenn das sehr, sehr schockierend war, wie unsere Abwehr agiert hat. Aber vorne hatten wir, also die Magdeburger Abwehr war ja genauso schwach. Oder ja, genauso kann man es nicht sagen. Aber da waren auch eklatante Lücken zu entdecken. Und da waren eben 2 Chancen von unserem Stürmer Sascha Mölders und ein Elfmeter, den er früher, also gerade die beiden Chancen, die hätte Mölders in der letzten Saison mit Sicherheit reingemacht. Und beim Elfmeter hatten wir dann wieder die Situation, dass man irgendwie auf einmal marschierte Dressel dann zum Punkt. Im Spiel davor hat er dem Keanu Staude den Ball hingeworfen. Jetzt war es auf einmal Dressel, der angeblich der Schütze war. Ich meine, der war auch ein sicherer Schütze in den Pokalspielen unter anderem. Aber trotzdem waren sicherlich alle verwundert, dass jetzt nicht nach dem Fehlschuss von Staude jetzt dann der Mölders doch mal die Kugel in die Hand nimmt. Und eben selber das Ding da reinnetzt. Und im Nachhinein lässt es immer leicht reden, aber es war offenkundig jetzt eben, wie Thomas schon sagt, vielleicht hat die Mannschaft auch schon ein bisschen gegen ihren Kapitän gespielt. Damit sind wir beim nächsten Thema. Und zwar das Thema wahrscheinlich der Woche, was uns auch noch länger beschäftigen wird, ist Sascha Mölders. Ja, vielleicht fangen wir einfach mal an, chronologisch auch in dem Punkt, und zwar mit der Art der Verkündung. Also es gab ja diese... Zunächst mal den Instagram-Post vom Spieler selber, vom Sascha. Und danach dann irgendwie doch so eine, ja, im Nachhinein undeutliche Pressemitteilung, würde ich mal sagen. Stefan Tempel, siehst du das? Also würdest du diese Pressemitteilung auch so einordnen als ungenau? Oder warum genau ist die so formuliert worden? Ja, sie ist halt, sie sagt halt relativ wenig aus. Ja, für mich war das... Also die ganze Kommunikation war natürlich von A bis Z nicht wirklich optimal. Ja, das zieht sich halt die letzten Tage einfach schon so durch. Ne? Also dass da im Prinzip der Spieler an die Öffentlichkeit geht oder gehen konnte, bevor es der Verein gemacht hat, war sicherlich ungünstig. Ja, normalerweise muss das erste Statement meiner Meinung nach vom Verein kommen. Ja, ob der Sascha dann das da falsch verstanden hat oder wie auch immer das gelaufen ist, ja, da kann man jetzt drüber spekulieren. Tatsache ist auf jeden Fall, 60 hätte da meiner Meinung nach besser vorbereitet sein müssen. Das erste Statement hätte einfach von 60 kommen müssen.
Ja, in dem Statement ist das Wichtigste eigentlich, das habe ich ja auch dann in dem Kommentar herausgepickt, den wir dann ja zusammengeschrieben haben, dass einfach sich sportliche Leitung und beide Gesellschafter einig waren über das, was jetzt da dann kommt oder gekommen ist. Wobei man sich ja über das, was dann gekommen ist, ja nicht mehr so einig war. Ja, der Sascha meint so quasi, er ist degradiert, suspendiert, wie auch immer. 60 sagt dann hinterher, ja, du solltest ja bloß für 2 Spiele eigentlich eine Pause haben. Ob man dann für 2 Spiele Pause wiederum eine Pressemitteilung eigentlich machen muss und Gott und die Welt einladen muss, um denen zu sagen, warum es der Spieler 2 Spiele Pause hat. Also ich fand es von A bis Z nicht ganz glücklich. Und unterm Strich finde ich es einfach jammerschade, ohne jetzt da irgendjemand einen Vorwurf oder Fehler oder irgendwas unterstellen zu wollen. Aber unterm Strich ist es einfach jammerschade, wie jetzt dieses Kapitel offenkundig endet. Ja, weil ich meine, dass wir uns alle für Sascha Mölders einen anderen Abgang oder andere Schlagzeilen zum Schluss gewünscht hätten, als die wir jetzt haben. Ja, das ist ja klar. Also nicht bloß für Sascha Mölders, sondern für 60 München. Weil für 60 München ist natürlich das, was jetzt da die letzten Tage passiert, eine absolute Katastrophe. Und für den Sascha eigentlich auch. Ja. Also da gibt es keinen Gewinner jetzt in der ganzen Sache. Ja, und ich habe ja dann nach der Verkündung, weil eben so ein unfassbarer Shitstorm auf 60 eingeprasselt ist, ja, das fand ich total krass, auch wie heftig da reagiert worden ist von den Fans, wie da die sportliche Leitung angeschossen worden ist. Ja, der Präsident, der ist sowieso schuld, ja, wobei der nichts anderes gemacht hat als der andere Gesellschafter auch. Habe ich geschrieben, dass ich persönlich für eine gute Entscheidung halte, ja, oder für eine richtige Entscheidung, weil man ja eben schon seit Wochen gesehen hat und auch gehört hat, dass einige Sachen nicht mehr stimmen. Ändert aber nichts daran, dass ich mir zum Schluss natürlich einen anderen Abgang gewünscht hätte, als der, den wir jetzt haben. Ja, da hast du schon sehr viel zusammengefasst. Ich würde nochmal einen Schwerpunkt aussetzen, einfach weil mir das zu sehr untergeht, ist dieses, von wem das umgesetzt wurde. Und es war wirklich von allen. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, finde ich. Weil es gab, wie viele Vorgänge gab es, wo beide Gesellschafter jetzt gerade schon mal einig waren? Das sind, kann man vielleicht an ein oder maximal an 2 Händen abzählen. Und das war an diesem Punkt ja nicht nur beide Gesellschafter. Das war der Geschäftsführer Sport, das war der Geschäftsführer Finanzen, das war der Trainer. Und wie wir jetzt im Nachhinein hören, ist es auch die Mannschaft. Also dadurch, dass Mölders so vorgeprescht ist, hat er noch einen Bonus gehabt, aber mittlerweile, denke ich, dreht der Wind ganz schön ordentlich, weil halt wirklich alle anderen im Verein geschlossen hinter dieser Entscheidung stehen und es auch das Richtige war, wenn man im Nachhinein jetzt immer mehr hört. Und da war dann dieser, wie du das eben schon richtig in einem Kommentar formuliert hast, auch eben, das war dann wirklich das Erschreckende daran, dass so wirklich überhaupt kein Vertrauen in die sportlichen Verantwortlichen da gelegt wurde, sondern alle erstmal auf die Seite von Mölders waren und sich gefragt haben, was zur Hölle ist hier los? Ich meine, dass jetzt deutschlandweit hier jeder seinen Senf dazugeben muss, sei das jetzt irgendwie in den Kommentaren oder auch irgendwelche Promis, ganz schlimm, halt auch die ehemaligen Löwenspieler, die halt schon lange draußen sind und jetzt wieder meinen, sie müssten sich dann auch zu äußern. Das braucht es alles nicht, können wir auch ignorieren, denke ich. Es ist trotzdem unnötig. Ich weiß nicht, ob man sowas ignorieren kann, ehrlich gesagt, ja, weil ich finde, auch so ein Kommentar, wie er dann aus Köln kam, mit der Fisch stinkt vom Kopf her. Ja, ich meine, klar, die waren befreundet oder sind befreundet und es ist in Ordnung, ja, und ich fand den Aaron auch immer cool, aber so ein Kommentar gehört sich meiner Meinung nach einfach nicht gegenüber einem ehemaligen Arbeitgeber oder einem Verein, dem verbunden ist oder wie auch immer. Ja, da sollte man sich erstmal so alle Seiten anhören, bevor man dann so eine Sache raushaut. Ja, das fand ich auch relativ krass. Und ist für mich schon auch ein Zeichen dafür, dass vielleicht die Trennung damals auch nicht so ganz verkehrt war, ehrlich gesagt. Ich auch so, ja. Also ich habe auch diesen Artikel gelesen, wo dann auch weitere Ex-Löwen sich geäußert haben, zum Beispiel Nikolas Helmbrecht, wo ich auch sage, okay, fand ich sehr fragwürdig, auch das Statement, das er abgegeben hat. Viel reflektierter war da der Zier, der Markus Zierreis, der das, finde ich, ganz gut in Worte gefasst hat. Also nach dem Motto, er war auch überrascht, aber hat den Sascha schon auch als sehr impulsiven Menschen kennengelernt. Ich glaube, das hat er sehr clever neutral ausgedrückt. Und mit so einem Statement, denke ich, kann man auch was anfangen. Das ist einfach, ja, intelligent gelöst. Also nicht auf einer super emotionalen Ebene, sondern einfach sehr, ja, sehr objektiv. Das fand ich deutlich angenehmer. Und was den Kommentar da aus Köln betrifft, da bin ich voll und ganz beim Stefan. Also der war, ja, Blödsinn einfach in der Form.
Ja, ich denke, man muss vielleicht auch nochmal sich überlegen, was da für Charaktere aufeinandertreffen, oder? Du hast auf der einen Seite in so einem Gespräch den Günther Gorenzel, der ja ein wahnsinnig strukturierter, organisierter Mensch ist, der, glaube ich, über alles lieber dreimal nachdenkt, anstatt mal irgendwas intuitiv zu machen. Und du hast auf der anderen Seite diesen totalen emotionalen Bauchmensch Mölders irgendwie. Und da sagt der eine wahrscheinlich, du Sascha, du bist jetzt die nächsten zwei Spiele mal nicht im Kader, weil, und er hat vielleicht da auch relativ rationale Begründungen dafür. Und der Mölders ist natürlich emotional und denkt, was für eine Scheiße, ich bin der Kapitän von dieser Mannschaft, die wollen mich absägen. Und ich denke, man sieht es auch in dieser improvisierten Pressekonferenz da von gestern Nachmittag. Der Gorenzel, den fehlt, glaube ich, so ein bisschen die Möglichkeit, sich in jemanden reinzudenken. Und der reagiert dann halt immer sehr sachlich und kalt, vielleicht für so einen emotionalen Mensch, auch wie den Sascha. Und da, ich meine, das kennen vielleicht der ein oder andere auch aus seinem Arbeitsleben, da prallen halt dann wirklich Interessen aufeinander. Mich wundert auch, wie die das kommunikativ dargestellt haben, weil ich bin jetzt, ihr werdet jetzt wahrscheinlich ein bisschen lachen, ich bin wahrlich kein Social Media affiner Mensch, da lachen sie schon, aber mir war relativ klar, dass diese Geschichte, wenn sie denn mal passiert, im Internet ist, bevor der Sascha an seinem Auto ist, und dass der Verein da nach ihm das kommuniziert hat, das ist natürlich, glaube ich, schon mal das erste Problem an der Geschichte und da in einem gewissen Zugzwang war. Es ist aber auch so, ich habe das hier auf meinem Bildschirm offen, der Verein hat also nie irgendwie von einer Suspendierung gesprochen. Und ich glaube, das ist vielleicht das Grundmissverständnis an dieser Sache. Wobei nach allem, was jetzt so rauskommt über den Kapitän, muss der ja doch ein relativ hartes Regiment da geführt haben, so nenne ich es jetzt mal. Und dass der das natürlich als Majestätsbeleidigung auffasst und dann als emotionaler Mensch emotional reagiert, das hätte man sich vorher überlegen können, glaube ich, auf Seiten von 60. Richtig, das sehe ich genauso. Und das ist eben, ihr habt es ja beide schon gesagt, Stefan und Thomas, das ist halt das Hauptproblem, dass die erste Veröffentlichung eben durch den Sascha Mölders erfolgte, woraufhin sämtliche Medien halt erstmal von der Freistellung und Suspendierung geschrieben haben, inklusive wir oder in dem Moment ich, weil ich es halt von unserer Redaktion als Erster bei Instagram gesehen hat. Und es hat natürlich 60 in eine unglaublich nachteilige Situation gebracht, weil man nur noch reagieren konnte. Und die Reaktion darauf war ja einfach nicht sonderlich glücklich auch aus meiner Sicht. Ja, und aber nichtsdestotrotz, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, Jan, du hattest bei der Anmoderation gesagt, dass dann erstmal so ein komplett ganz Deutschland irgendwie auf 60 eingeschimpft hat, auch von der Fanszene her. Das finde ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich war erstaunt und wirklich absolut überrascht, dass sich das relativ schnell die Waage gehalten hat. Also klar, dass auf der Seite von Möllers dann natürlich alle gesagt haben, oh, scheiß 60, scheiß Gorenzel, scheiß Kölner, scheiß Reisinger. Es ist ja klar, und dass dann irgendwie so irgendwelche Schlagersänger oder irgendwelche sonstigen Heinis da meinen, sich da jetzt äußern zu müssen, ja, geschenkt. Aber ich persönlich war eigentlich relativ überrascht, wie schnell sich das die Waage gehalten hat. Und mittlerweile ist es ja durch diese ganze Aufklärungsarbeit, die da erfolgt ist und durch die immer mehr Details, die da auch ans Tageslicht kommen, ja schon so, dass da mittlerweile der Tenor eher der ist, dass es überfällig war. Und wenn man die Sache so ein bisschen näher verfolgt, und das haben wir ja durchaus als Redaktion auch, dann ist dieser Schritt letztendlich nicht überraschend gewesen. Wir hatten das ja auch in einem Kommentar geschrieben. Ja, Stefan, aber da muss ich dir schon jetzt ein bisschen widersprechen. Also zum einen waren die Reaktionen, die 60 auf der offiziellen Facebook-Seite von 60 selber bekommen hat, die waren verheerend. Ja? Das waren, glaube ich, knapp 1000 Kommentare und davon waren, glaube ich, 990 Anti-60 und Pro-Mölders. Ja, das hat sich dann relativ bald gedreht, das ist richtig. Aber ich weiß einfach nicht, wie man sich da dann, also wenn man ja alle Fakten hat, warum man sich da nicht besser vorbereitet. Das Erste ist, wenn ich das dem Sascha sage, unterschreibt er mir in der gleichen Minute, was das erst der Verein ist, veröffentlicht und sonst überhaupt niemand, was da ist.
Und zweitens, dann veröffentliche ich das halt mit ein paar Gründen mehr als das, was da geschrieben wird, weil hinterher ist ja auch gegangen. Dann hätte man sich einfach diesen riesigen Shitstorm sparen können. Ja. Das Einzige, was wirklich geglückt ist, es redet keiner mehr über das Magdeburg-Spiel, ja, oder kaum mehr einer, ja, sondern jetzt geht es halt um das. Ja, und jetzt musst du so einen Blick nach vorne werfen, der dann ja Richtung Dortmund geht. Und da muss halt die Mannschaft jetzt eine Reaktion zeigen. Weil wenn es da jetzt einen ähnlichen Auftritt gibt wie bei den letzten Spielen, dann haben wir bei 60 ein richtiges Problem. Und das ist dann nochmal viel größer als das Problem Sascha Mölders. Und ich finde es einfach wahnsinnig schade, dass man gerade von einem Problem Sascha Mölders reden muss. Ja, weil eigentlich würde man lieber über Sascha Mölders ganz, ganz anders reden. Ja, also es ist einfach, ja, es ist... Auch wenn da vielleicht ein paar Sachen jetzt da wohl ja rausgekommen sind, die man nicht so toll findet, die auch wir nicht toll gefunden haben und so weiter und so fort. Aber unterm Strich ist es schade. Ja, ja, vollkommen. Unterm Strich ist es schade, weil normalerweise sollte es halt einfach so sein, wie bei vielen anderen Spielern, wo du einfach zum Schluss nur an geile Sachen denkst. Wenn du an die denkst, was weiß ich jetzt, Thomas Miller fällt mir jetzt so ein, ja, da wird dir bis heute kein böses Wort einfallen und da wird dir immer was hängen bleiben. Ja. Und das ist ungut, ja, sehr ungut. Ja. Ich denke auch, dass auch diese Fanrunde, die dann da gestern Abend ja offensichtlich nochmal veranstaltet wurde, damit hat man sich halt irgendwie von 60-Seite auch keinen Gefallen getan, weil ich weiß auch nicht genau, was sie sich da gedacht haben. Da informieren sie irgendwie so ein paar ausgewählte Fans, damit die Bescheid wissen. Dann ist ja klar, dass das auch wieder alles im Internet auftaucht. Es ist natürlich auch klar, dass dann Leute Sachen, nennen wir es mal, fehlinterpretieren oder missverstehen und dahinschreiben. Diese 27:3, da hat ja jetzt, glaube ich, auch jeder davon gehört, die sich total verselbstständigt hat. Ich meine, wenn die Infos so stimmen und die Fans so informiert würden, warum gibt man denn das dann nicht einfach so als Pressemitteilung raus? Weil ich glaube, das haben sie einfach irgendwie nicht gecheckt, dass diese Infos halt nicht privat bleiben. Und ich glaube auch nicht, dass es da irgendwie eine Ansage gab, dass diese Infos privat bleiben sollen. Und jetzt hat man da wieder ein Riesenthema durchs Internet wabern. Also ich glaube, da müssen die Löwen auch nochmal selber irgendwie so eine kleine Manöverkritik machen, dass sowas in Zukunft nicht mehr passiert, weil... Was wir jetzt haben, ihr habt es alle schon gesagt, ist einfach eine Schlammschlacht, bis das Blut spritzt. Und das wirklich mit dem Spieler, der uns zum Aufstieg geschossen hat damals, das darf man nicht vergessen, oder? Der total sympathisch war, der diese Seitfallzieher letzte Saison gemacht hat, der mit der Augustinerhalben nach dem verpassten, in Anführungszeichen, Aufstieg in Ingolstadt vor dem Stadion stand. Also mir tut das schon weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ein bisschen befremdet auch über dieses Verhalten, was er da offenbar an den Tag gelegt hat. Wenn auch nur die Hälfte davon stimmt, ist das ja doch einiges. Aber ich würde ihn trotzdem gerne in guter Erinnerung behalten, denke ich. Du hast jetzt aber viele Sachen gesagt, Thomas. Da müssen wir fast ein bisschen einhaken, weil es war jetzt ganz, ganz viel. Und wo du vollkommen recht hast, wirklich desaströs ist eigentlich, dass das aus dieser Fanrunde nach außen gedrungen ist. Und ich finde diese Runde an und für sich gar nicht schlecht. Ja, da gibt es natürlich dann ein paar, die sagen, warum nur Ausgewählte, warum nicht alle und so weiter und so fort. Fakt ist aber, sowas hat es schon immer gegeben. Ja, da bin ich quasi wirklich als kleiner Bub mit Wildmoser, Fanprojekt München, ein paar Ausgewählten von der AG vor über 20 Jahren schon in irgendwelchen lustigen Fanrunden gesessen. Jetzt damals immer schon gegeben, so, dann so ein paar Multiplikatoren, ja, was ich auch alle waren. Und diese Sachen waren nicht immer ganz cool, gut vor 20 Jahren. Hat nicht jedes Rindviech einen Facebook-Account gehabt, der war natürlich nicht so schlimm. Aber das größte Problem ist, glaube ich, dass gestern nicht kommuniziert worden ist. Und das haben mir inzwischen auch Teilnehmer von gestern bestätigt. Es ist einfach nicht deutlich kommuniziert worden, dass diese Sachen nicht als Zusammenfassung im Internet landen. Ja? Weil natürlich, wenn 60 gewusst hätte, dass diese Zusammenfassung im Internet landet, ja, dann hätten sie es selber schreiben können. Dann hätte man sich den ganzen Zirkus sparen können. So von den Leuten, die da waren, waren sie eigentlich gute Multiplikatoren, dass die ein paar Hintergründe kriegen. Einfach halt ein bisschen näher dran, auch an den Aktiven, an den Allesfahrern, an den Leuten, die große Busse machen mit vielen Menschen. Also eigentlich gut gemeint, aber halt nicht ganz gut gemacht, weil ihnen einfach nicht klar gesagt worden ist, du darfst diese ganze Geschichte nicht ins Internet schreiben, vor allem nicht detailliert 27:3, 15:4 oder so, wie auch immer. Ja. Das ist, glaube ich, das größte Problem. An und für sich
finde ich es eigentlich von 60 gar nicht schlecht, dass sich da Trainer und Geschäftsführer, ich glaube Geschäftsführer auch dabei, also Coach mal sicher, hinsetzen und ein paar, ich nenne es jetzt nicht ausgewählte Fans, weil es klingt so sehr nach Elite, sondern ich nenne es Multiplikatoren, einfach so ein paar Hintergründe mitgeben. Finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, ganz cool von unserem Verein. Ja, so viel dazu. Ja, aber es ist doch naiv zu glauben, dass sowas heutzutage nicht im Internet landet. Also selbst mit einer Ansage ist es doch naiv zu glauben, dass sowas nicht veröffentlicht wird, zumal wenn du Multiplikatoren einlädst, wozu machst du das, wenn die dann nicht als Multiplikator auftreten können? Also ich widerspreche dir ganz entschieden, weil es gibt immer mal wieder Runden von Vereinen und Fans, wo du bis heute nicht mal weißt, dass es diese Runden gegeben hat, wo die Sachen dann wirklich in den richtigen Kanälen landen, aber halt nicht bei allen. Da hat es halt jetzt mal nicht funktioniert, weil es ein bisschen eine größere Runde war und es dem nicht gesagt worden ist. Wobei ich auch wirklich sagen muss, also so schlau, dass ich davon keine Zusammenfassung auf Facebook stelle, das hätte ich auch wirklich jedem zugetraut, der da ist, dass das nicht der Sinn vom Verein ist. Ja, also sorry, auch wenn ich einen von denen, der das gemacht hat, wirklich gerne mag, aber dass das nicht im Sinne des Erfinders war, das weiß ich nicht, ob man das 60 vorwerfen kann. Also hätte man auch selber drauf kommen können. Aber ich glaube, sie hätten es halt schon klarer, ich war nicht dabei, aber sie hätten es einfach klarer kommunizieren sollen, was Sinn und Zweck der Veranstaltung ist. Also ja, definitiv. Das ist halt im Trubel untergegangen, aber grundsätzlich finde ich so Veranstaltungen eigentlich ganz sinnvoll. Ja. Können ja nicht bloß schimpfen. Und ansonsten, Thomas, natürlich bin ich vollkommen ganz bei dir. Ja, wir haben den Mölders alle Jahre lang super geil gefunden. Ja, super sympathisch und super authentisch. Ja, das ist ja auch cool. Auch wenn er dann nachts sich seine Wurstzimmung stellt oder wenn du bei 60 zum Training gehst. Ja, ich war jetzt noch Eröffnungstraining und der Sascha kommt dir in der Tankstelle entgegen und hat sich gerade noch das zweite Frühstück gekauft und so weiter und so fort. Und das war alles immer cool. Wobei wir auch schon lange intern gesagt haben, wenn ihr euch erinnern könnt, das ist halt so lang cool, solange die Leistung stimmt und die Tore. Und wenn nicht, dann hauen sie dir das halt gnadenlos um die Ohren. Ja. Aber unterm Strich, und das wird auch mit ein paar Wochen Abstand wieder so ausschauen, ist Sascha Mölders einfach eine wahnsinnig coole Sau gewesen die ganze Zeit, ja, und dem wir unheimlich viel zu verdanken haben. Ja. Also das ist... Auch in 2 Jahren ist das... Ich mag dieses Bashing auf unseren Verein gerade nicht, weil da nicht alles falsch war, aber ich mag jetzt auch nicht dieses hundertprozentige Sascha Mölders-Bashing, ja, weil selbst wenn man jetzt wirklich sagt, die letzten Monate war irgendwie alles scheiße, was wir nicht wissen, dann macht es trotzdem die Jahre davor nicht kaputt. Ja, der ist mit uns abgestiegen, war einer der wenigen Profis, der den Arsch in der Hose gehabt hat und gesagt hätte, ich mache das wieder mit gut. Ja, wir steigen auf, sich den Arsch aufgerissen hat, ehrlich war, authentisch war. Ja, das darf man bei allem Streit nicht vergessen. Ja. Absolut. Ja. Der erste große Star von meinem Sohn. Von meinem auch, ja. Von meinem auch. Ja, sehr viele Punkte schon gesagt. Ich glaube, in der Runde braucht man gar nicht viel moderieren. Also das ist ja hier ein Selbstläufer eigentlich. Super. Zum Thomas nochmal zurück mit der Augustinerhalbe in Ingolstadt. Ich meine, da hat er ja auch wirklich bittere Tränen geweint. Also es ging ihm ja nahe, das Ganze. Das kann man jetzt nur sportlich werten, dass er ja wirklich in die zweite Liga aufsteigen wollte. Aber ich denke, er wollte eben auch in die zweite Liga aufsteigen mit dem TSV 68 München. Also das war ja ihm wirklich auch ein Anliegen. Und ja, ich meine, klar, es sind mehrere Vereine, die das betrifft, aber er hat den Löwen auch auf seiner Brust tätowiert, also er trägt den Löwen unter der Haut. Und ich denke, irgendwann wird auch bei ihm das wieder einstellen, dass er dann fernab von den Personen, die ihm jetzt vielleicht einen Dorn im Auge sind, auch wieder das große Ganze sieht und einfach 60 München als den geilen Verein wahrnimmt, der halt nun mal ist. Ich hoffe das sehr, wie gesagt, weil der Stefan hat es gut gesagt, der Mann hat sich für 60 den Arsch aufgerissen, hat uns wahnsinnig viel Freude auf und neben dem Platz gemacht und es ist schade, wenn da jetzt so eine Mischung aus Selbstdemontage und Fremddemontage irgendwie stattfindet und das haben eben beide Seiten nicht verdient, aber wir sind halt auch bei 60, wo sowas einfach in der Öffentlichkeit ausgefochten wird, bis kein Auge trocken bleibt. Ja. Und das wäre halt vielleicht mal wichtig für die Zukunft, dass man das irgendwie ein bisschen relaxter und professioneller löst. Also ich habe mich auch gefragt, hätte man jetzt das Thema nicht noch bis mit in die Winterpause nehmen können? Und dann sagen können, wir machen eine Vertragsauflösung, der ist 36, die Hinrunde war jetzt nicht mehr so überragend wie die letzte Saison. Wir holen irgendeinen Ersatzmann und der Sascha wird, was weiß ich was, Co-Trainer von der U17 oder irgendwie so. Das wäre eine gesichtswahrende Lösung für alle Beteiligten gewesen, die
jetzt noch genau 1,5 Wochen von heute. Hätte er auch akzeptieren müssen. Und das, der Typ ist der Sascha halt nicht. Der will Fußball spielen, der will 90 Minuten Fußball spielen. Ich weiß halt nicht, inwiefern man da zusammengekommen wäre. Gell? Das ist ja alles rein spekulativ. Ja, und du darfst eins nicht vergessen, es sind jetzt nicht noch 1,5 Wochen, sondern es sind noch 2 Spiele. Und wenn diese 2 Spiele so weiterlaufen wie die letzten Spiele, dann kommt zwar der Sascha Mölders vielleicht Gesichtswahn aus der ganzen Geschichte raus, aber dann würde ich drauf spekulieren, dass wir wahrscheinlich in die Türkei mit einem neuen Trainer fahren dürfen, ja, weil dann fordern natürlich auch alle dem seinen Kopf, ja. Also so weiterlaufen lassen wie bisher noch 2 Spiele, war halt dann leider auch keine Option. Ja, ich denke, da werden sich die Verantwortlichen schon verdammt gute Gedanken gemacht haben, weil die haben ja auch gewusst, dass das, was, in was für ein Wespennest du stichst, wenn du einen Sascha Mölders rausdemontierst. Aber was wäre denn die Option jetzt gewesen für 60? Also ich denke, sie werden sich schon gute Gedanken gemacht haben. Ja, und jetzt hoffen wir halt, dass man halt am Samstag eine Reaktion von der Mannschaft sieht, ja, und dass das halt einfach anders läuft. Weil ansonsten sehe ich ehrlich gesagt für die ganze Saison oder die ganze Zukunft echt mal wieder, bin ja ein sehr emotionaler Mensch, wie ihr wisst, aber dann sehe ich halt mal wieder rabenschwarz. Wenn wir Samstag gewinnen, dann werden wir halt schon wieder mal schauen, welchen Brasilianer wir einfliegen lassen können. Ja, das ist auch klar. Aber so ist es halt bei 60, ja, weil wenn wir nicht so ultra emotional wären, dann wären wir ja auch Fan von einem anderen Verein. Ja. So ist es. Wir bleiben nochmal bei dem zweiten Kritikpunkt, den ich schon angesprochen habe. Also der erste große, den haben wir jetzt ja sehr ausführlich gemacht. Das war die Kommunikationsstrategie, sage ich mal, der Löwen. Der zweite ist eben dieser Zeitpunkt, wobei das echt ein sehr, sehr schwieriger, wie wir jetzt schon auch mitbekommen haben, ein sehr schwieriger Punkt ist. Stefan Kranzberg, was meinst du dazu? Also wir hören jetzt im Hintergrund, dass teilweise Geschichten schon seit 1,5 Jahren laufen. Da hast du ja auch schon auf unserer Homepage mal einen Kommentar geschrieben, so vom Motto her, wie willst du einen Torschützenkönig denn rausschmeißen aus dem Verein? Also selbst wenn das damals lief, ist eben die Frage, wann macht man jetzt einen Cut? Und dann ist auch jetzt, wie Thomas es anspricht, 2 Wochen vor der Winterpause können wir da nicht warten. Es ist verdammt schwierig. Ich meine, die Probleme gab es offensichtlich, die waren bekannt, aber wie willst du in der Öffentlichkeit klar machen, dass du einen, ich hasse dieses Wort hier, aber dass du eine Identifikationsfigur wie den Sascha Mölders, der die Liga in der Vorsaison in Grund und Boden geschossen hat, der uns hat alle träumen lassen. Wie willst du das an der Öffentlichkeit klar machen, dass du den Vertrag nicht verlängerst? Schaffst du nicht. Also da hat der Erfolg einfach alles überdeckt und hat ihn einfach ja, gut dastehen lassen und hat 60 gut dastehen lassen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und den Vertrag musst du letztendlich verlängern. Du hast in der Öffentlichkeit sonst keine Chance, das zu argumentieren. Außer du legst halt die Karten auf den Tisch und dann ist ja trotzdem die Frage, ja, warum habt ihr ihn denn dann spielen lassen, wenn er so ein Quertreiber ist? Habt ihr dann einfach den Erfolg über Menschlichkeit gestellt oder wie auch immer? Und ja, also ich glaube, die Situation war da für die Verantwortungsträger bei 60 keine einfache, dadurch, dass der Sascha einfach so überragende Leistungen gezeigt hat letztes Jahr. Das denke ich auch. Also es gibt ja so Spieler, die schaffen das, oder? Die sagen dann immer, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Das war nach dem Ingolstadt-Spiel vielleicht nicht am schönsten, wie es hätte kommen können. Ich denke, dass man vielleicht einen Fehler gemacht hat, rückblickend, dass man nicht einen ähnlich gearteten Spieler als Backup für den Sascha geholt hat in der Sommerpause. Da gab es ja vom Gorenzel auch mal so ein Interview, wo er das relativ genau erklärt hat, warum sie das jetzt genau nicht gemacht haben. Das konnte ich damals schon nicht so richtig nachvollziehen, weil, ich meine, der Sascha ist 36, der kriegt was auf die Knochen. Wenn der im zweiten Spieltag sich das Kreuzband oder sonst was gerissen hätte, dann wäre 60 auch ziemlich ohne Mittelstürmer dagestanden. Und ich denke, man hätte vielleicht wirklich ein Backup irgendwie holen können. Jetzt haben wir irgendwie gelernt, er will immer 90 Minuten spielen. Schwierig, aber ich glaube, man muss da halt schon auch irgendwie das große Ganze im Auge haben. Und ich glaube, vielleicht wird es auch unseren Zuschauern jetzt ein bisschen langweilig mit dem Thema Mölders. Vielleicht können wir mal aufs nächste Spiel überleiten, Jan, wenn ich dir das Heft des Handels aus der Hand nehmen darf. Aber das liegt mir jetzt total auf der Zunge. Ich bin total gespannt, wie die in der Offensive auflaufen werden am Samstag. Also da
glaube ich, gibt es ein paar Varianten. Ich habe auch kurz mit Bernd heute ein bisschen geschrieben, wie der das so sieht. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was da passieren wird. Ja, ich denke, das Thema Müll, das wird uns noch mehr als genug beschäftigen, fürchte ich. Deswegen kann ich deiner Bitte sehr gerne folgen. Also es hängt noch ein bisschen zusammen damit, und zwar die hört man ja aus der Mannschaft eben, dass die durchaus erleichtert sind. Das war auch in anderen Medien jetzt zu lesen, sodass man ja durchaus eine Reaktion erwarten kann. Bleiben wir vielleicht erstmal da. Stefan, du hast es schon angedeutet, also Stefan Tempel, dass eben jetzt auch sowieso was kommen muss, unabhängig davon, aber die Mannschaft scheint eben jetzt erleichtert zu sein und auch eine andere Stimmung zu haben. Dann fragen wir mal den Stefan Kranzberg. Was erhoffst du dir von dem Dortmund-Spiel am Samstag? Ich erhoffe mir in erster Linie vollen Einsatz. Also du kannst immer ein Spiel verlieren und du kannst jetzt auch nicht erwarten, nur weil der Sascha jetzt nicht mehr dabei ist und vielleicht die Stimmung besser ist, dass wir jetzt in den nächsten 10 Spiele gewinnen. Du kannst verlieren, du kannst auch in Dortmund verlieren. Ich will nur einfach Einsatz sehen und dann ist es für mich auch okay. Aber um jetzt auf das Taktische oder auch Personelle zurückzukommen, ich bin auch gespannt, ich weiß es nicht. Also ich persönlich, muss ich ganz klar sagen, mag den Tim Linsbichler sehr, sehr gerne, mag seine Spielweise auch sehr gerne. Ich weiß halt jetzt nicht, ob man dann bei so einem Spiel den direkt reinwerfen muss ins kalte Wasser. Ich würde mich freuen, wenn er sich zeigen könnte. Ich würde aber auch voll und ganz verstehen, wenn beispielsweise ein Marcel Bär als Stürmer aufläuft, als der ja eigentlich auch verpflichtet worden ist. Und auch ein Stefan Lex so als keine Ahnung, falsche Neun da aufspielt. Ist mir alles recht, ich will Einsatz ziehen. Wer dann auf dem Platz steht, ist eigentlich sekundär. Und ich muss leider auch noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, warum kein Backup verpflichtet wurde. Ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass das damals mit dem Grimaldi zum Beispiel nicht so sonderlich gut lief, weil da halt einfach so zwei Alpha-Tiere aufeinander getroffen sind mit Grimaldi und Mölders. Und ich glaube, aus dem Fehler dachte 60 gelernt zu haben, indem man einfach so eine Konfliktsituation vermeiden möchte und ja, dem Sascha da einfach diesen Platz überlässt. Aber ja gut, jetzt ist es Vergangenheit und jetzt schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Recht viel schlechter als Magdeburg kann es ja nicht werden, wobei ich das ja, wie gesagt, nach Mannheim auch schon gesagt habe. Das haben wir nach Mannheim auch schon gesagt, wollte ich gerade sagen. Also wir wollen es mal nicht heraufbeschwören, aber ich glaube auch, ich stimme dir jetzt fast mal zu, dass das nicht mehr zu toppen ist im negativen Sinne. Ja, für einen Linsbicher wäre es, denke ich, schon ein Gewinn, wenn der mal eine Halbzeit spielen würde. Also da könnte ja durchaus dann in der zweiten Halbzeit mal einer ausgewechselt werden. Ich persönlich tendiere auch dazu, dass vielleicht wieder dieses 4-1-3-2 ausgepackt wird. Aber wir werden uns überraschen lassen. Der Bernd wird in seiner Taktiktafel, da er heute auch nicht dabei ist, am Freitag dann ganz ausführlich dazu Stellung nehmen. Vielleicht kurz zum Gegner. Die haben die letzten 3 Spiele 2 Siege und ein Unentschieden erreicht. Also das wird jetzt auch keine einfache Nummer. Die haben jetzt gerade in Ferl 3-0 ganz locker mal auswärts gewonnen. Allerdings davor halt auch 4 Niederlagen. Also das ist, denke ich, wie bei allen Mannschaften in der dritten Liga, die kann man schlagen, man kann verlieren. Wie du schon sagst, der Einsatz muss halt eben stimmen. Was ein bisschen traurig ist, es ist sehr wenig Tickets nach München gegangen. Das heißt, sehr wenige Löwenfans werden in den Genuss, das muss man wirklich sagen, den Genuss des Stadions vor Ort kommen. Das ist die Rote Erde. Stefan Tempel, du warst ja mit dem Frauenfußballteam schon vor Ort. Kannst du mal ein bisschen von vor Ort berichten, wie es da aussieht? Ich denke, das ist ein nostalgischer Ort. Es ist ein nostalgischer Ort und ich fand ihn ehrlich gesagt unfassbar geil. Ja, bin jetzt auch rückwirkend sehr, sehr froh, dass ich mit den Frauen raufgefahren bin, weil ich am Samstag arbeitstechnisch überhaupt keine Chance hätte, Richtung Pott zu fahren. Damals bin ich ja davon ausgegangen, dass die vielleicht ins große Stadion wechseln oder dass wegen Corona überhaupt keine Fans mehr zugelassen sind. Ja, das war ja mit ein Grund, warum wir mit den Ladies mitgefahren sind. Ja, das ist halt ein altes, geiles Stadion. Ich glaube, das kennt jeder. Das kennt auch jeder, die schöne Perspektive, wo du im Hintergrund dann quasi, ich nenne es einfach Westfalenstadion, weil es für mich das Westfalenstadion war und immer bleiben wird, sieht. Und ich glaube, nach München sind ja 150 Karten gegangen. Soweit mir bekannt, hat jeder, der eine Karte bestellt hat, wenn er Glück gehabt hat, eine Karte bekommen. Ja, ein paar von der Allesfahrer-Datei und so weiter und so fort. Ja, ich denke, ein paar werden auch kreativ sein und werden sich da Dortmunder Seite eindecken für Mitglieder und Jahreskarteninhaber. Von da gibt es ja auch Tickets. Ja, das, der eine oder andere wird ja vielleicht jemanden kennen, der da raufkommt. Aber allzu viele werden natürlich nicht oben sein.
Was schade ist, aber da wiederholen wir uns ja und drehen uns im Kreise. Ja, es ist halt schade, dass nicht so viel dahin können und dahin können und dahin können. Es ist halt einfach fucking Corona. Ja, ansonsten musst du dir vorstellen, wenn Corona nicht wäre, wir würden an einem Samstag in Dortmund spielen. Wir hätten uns alle schon vor 3 Monaten den Superspartpreis von der Bahn gekauft und würden für 15 Euro da rauffahren. Und es wäre eine weiß-blaue Invasion in eine geile Stadt, an eine geile Spielstätte. So ist halt leider relativ wenig geil. Ich freue mich für jeden, der rauffahren kann und das schafft und es genießen kann. Naja, und wenn es dann noch 3 Punkte im Rückgepäck irgendwie mit reinpassen, dann wäre es natürlich noch besser. Ja, ich war tatsächlich mit meinem Trauzeugen auf so einer Fußballtour damals im Junggesellenabschied letztendlich. Ich finde Junggesellenabschied scheiße, deswegen habe ich gesagt, komm, wir machen eine Fußballtour. Da waren wir im Pott oben und waren auch in der Roten Erde, leider ohne Spiel damals. Und ich habe gewusst, ich muss da mal hin. Und dass sich jetzt die Chance bietet, da mit 60 hinzufahren, das ist natürlich unfassbar cool. Also ich hoffe so sehr, dass das alles klappt am Samstag. Das wünschen wir dir auf jeden Fall. Und auch allen anderen Löwenfans, dass da die Tour, wenn sie Tickets dann schon ergattern konnten, auch wirklich klappt. Ich würde damit diese illustre Runde heute beschließen. Und zwar lassen wir die Ergebnistipps einfach mal sein. Wir wünschen uns alle 4 und das denke ich, können alle Löwenfans auch so sehen, vorrangig erstmal einen wirklich Einsatz und einen Willen, den man sehen wird am Samstag, dass die Mannschaft da auch wirklich das sprichwörtliche andere Gesicht zeigt. Eben meine, nach dem Mannheim-Spiel haben wir schon gefordert, jetzt erst recht nach dem Magdeburg-Spiel auch wirklich eine Reaktion zeigt und zeigt, dass die den Löwen zu Recht auf der Brust tragen dürfen. Für Sascha Mölders nochmal abschließend eben, hoffentlich, wenn sich es irgendwann mal besänftigt, dass er eben zurückblicken kann auf eine gute Zeit. Wir tun es auch, wie jetzt hier bemerkt wurde. Und mit diesen Schlussworten beende ich den 60er.de-Talk, Folge 38. Abonniert uns gerne auf YouTube, auf den anderen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Wir würden uns freuen. Vielen Dank in diese Runde. Vielen Dank Stefan mit PH. Vielen Dank Stefan mit F. Und vielen Dank unserem Debütanten der Giesinger Gedanken, Thomas, dass ihr dabei wart und allen einen schönen Abend. Servus. Servus. Ciao. Servus.